Estancias. Rinderzucht. Paraguay ist eines von den 5 besten Fleischexport heutzutage in der Welt. Der ist ja auch noch innerhalb natural so gut wie möglich. Ich meine, das wird jedes Mal schlimmer, weil uns wird ja immer mehr aufgemacht wie auf Dosa Spritzen und all die Spritzen. Ja, letztendlich geht das einfach nur um Geld machen. Weiß ja doch jeder Idiot. Das Beste, was wir hier im Chaco heutzutage noch essen können, glücklicherweise, aber nicht mehr viel, ist Saguar. Das ist Rinder, die sind wild, ganz wild. Die haben keine Spritze, die kannst du auch nicht so einfach nur einfahren. Die musst du tot schießen, ein großes Kaliber. Weil die sind wild, die sind Wildschwein. Guck mal, hier im Chaco haben viele Menschen 20.000, 40.000, 50.000 oder auch 100.000 Hektar. Und wenn die das eingezäunt haben, haben die auch die Saguars mit eingezäunt. Und das gibt es dann jetzt, da sind 10.000 Saguars drauf. Das sind Naturtiere. Aber die sind eingezäunt, die können wir nicht mehr drauf. Verdammt gefährlich. Ich kenne einen Mensch, der hat dieses Gesicht. Den möchte ich dir zeigen. Dem Horn hier im Mund reingespickt, das ganze Gesicht aufgefickt, ein Auge rausgerissen. Dem sieht nicht gut aus. Saguar. Große Herde. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Das ist gefährlich. Jaguarete, ich würde den Jaguarete nicht mal so gefährlich einschätzen wie den Saguar. 1000 Kilo? Ja, eine Tonne. Alter, sehr gefährlich. Ich habe noch nur 3 Mal einen Jaguarete gesehen. 3 Mal. Aber ich lebe nicht in einer Zone, wo viele Jaguaretes sind. Wir sind hier im Süden vom Chaco, Vaco Chaco. Da sind mehr Pumas. Jaguaretes ist mehr eine Seltenheit. Die sind viel mehr im Norden. Zentral Chaco, weiter zum Norden. Da sind die. Pumas können schon gefährlich sein. Normalerweise sehen die uns Menschen nicht als eine Beute. Aber doch, ist eine große Katze, ja, können schon gefährlich sein. Besonders wenn die mit ihrem Schwanz so hin und her machen, dann sehen die dich eigentlich als ein Objektiv. Oh, yummy, yummy!